In meinem bisherigen Tätigkeit bei der Automatiker hat mich am meisten fasziniert die Besichtigung der Produktion eines unserer größten Aussteller in Japan in 6 Hallen, die ungefähr so groß sind wie unsere Messehallen, produzieren pro Halle 1400 Roboter, eben Anne-Roboter, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das Licht ist aus und das Licht wird nur angemacht, wenn der Mensch kommt, um die Anlagen zu warten. Die Digitalisierung bedeutet natürlich, dass das Thema Software für die Produktion immer wichtiger wird. Also man kann es so sagen, in den letzten Jahrzehnten wurden die Maschinen schneller, die Fertigkeiten der Maschinen wurden differenzierter, sie wurden genauer. Und dort sind eigentlich relativ viele Rationalisierungspotenziale einfach ausgeschöpft. Insofern ist Software, künstliche Intelligenz, Algorithmen, ist das Thema der Automatiker in diesem Jahr. Die Besucher kommen aus der ganzen Welt. Natürlich kommen die meisten zu Besuch. Österreich ist natürlich sehr nah. Was uns sehr gefreut hat, insbesondere zur letzten Automatik, ist China schon auf Platz 3 gerutscht. Die Chinesen sind ja die Werkbank der Welt und die Werkbank der Welt wird automatisiert. China hat vor 10 Jahren noch keine Rolle gespielt. Und jetzt ist es nur absehbar in 1-2 Jahren, dass China der größte Roboternachfrager der Welt ist und irgendwann noch mehr Robotik braucht als der ganze Rest. Wenn Sie sich so vor 5 Jahren eine Produktion angeschaut haben, dann standen die Roboter alle am Band und drumherum waren Käfige. Und wenn man einen Käfig aufgemacht hat, das ist so wie im Zirkus beim Löwen, dann hat der Roboter stillgestanden. Weil es ist eine Maschine, die hat sehr viel Kraft und sie kann doch sehr, sehr stark jemanden Menschen verletzen. Jetzt ist es so, dass Roboter bekommen Augen mit smarten Kameras, sie bekommen berührungssensitive Oberflächen, sie haben Motoren oder Gelenkmotoren mit einer eingebauten Intelligenz. Sie merken sozusagen, wenn Gegendruck kommt und hören dann auf, sodass der Mensch jetzt wirklich Hand in Hand mit dem Roboter zusammenarbeiten kann. Der Roboter kommt somit aus dem Käfig, er braucht weniger Platz und er wird zum Assistenten für den Menschen. Der Mensch ist kreativ und das ist, denke ich mal, macht ihn einzigartig. Insofern würde er in keiner Produktion fehlen. Aber aus meiner Sicht denke ich, durch die Flexibilisierung der Produkte, die immer schneller werdenden Zyklen, ist der Mensch viel stärker in kreativem Arbeiten. Das heißt, von neuen Technologien, neuen Möglichkeiten, diese umzusetzen in der Fertigung. Die Programme schreiben, die Algorithmen zu schreiben, das ist was nur der Mensch kann.